Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Teil 3 unseres Let's Plays zum brandheißenden The Crew Motor Fest mit dem Early Access 3 Tage vor der eigentlichen Servereröffnung. So, wir haben die ersten beiden Rennen erfolgreich abgeschlossen, der Porsche 911 Playlist, und ich würde sagen, wir steigen direkt rein und machen dort an dieser Stelle weiter. Let's go ihr Lieben und schön, dass ihr dabei seid. So. Ihr seht schon, wir haben dort ein Ziel und fahren zur dritten Aufgabe unserer Playlist. Ja, wie gesagt, wir haben die ersten beiden Rennen der Porsche Playlist erfolgreich abgeschlossen und fahren jetzt zum dritten Event. Ja, es ist schon ordentlich was los auf den Servern. Das ist total super. Also ich bin da echt erstaunt, wie viele Spieler hier schon unterwegs sind. Ja. So, wir fahren, wie gesagt, hier mit unserem GT. Ja, unser erstes Auto, was wir uns am Anfang aussuchen durften. Ja, und jetzt machen wir weiter mit unserer Porsche 911 Playlist. Also mir gefällt das Spiel bisher wirklich super, Leute. Es ist wirklich richtig, richtig geil hier. Oh je, was denn los, Junge? Es ist richtig super, sag ich euch. Und ja, wir gucken einfach mal, was noch so vor uns liegt. Ja, auf jeden Fall möchte ich gerne noch 1, 2 oder drei Hier ist ein Porsche Episoden 911 Turbo heute mit euch 3,6, machen. einen der bekanntesten Sportwagen der Welt. Ja, da kommen wieder Also interessante mach dich auf Infos echte rein. Muscle Car Monster gefasst. Aber gerne. Ich bin auf alles gefasst. So, hier haben wir wieder ein Fluchtevent angetroffen. Ich sage es mal mehr oder weniger ungeplanterweise, ja. Oh! So, das Fahrverhalten war natürlich gerade nicht so super. Okay, das hat nicht geklappt. Aber wie gesagt, darum geht es uns auch gerade gar nicht. Wir wollen hier im Moment Gegen starke unsere Playlist Muscle-Car-Wagen, aber spielen. immer noch in einem Porsche. Mit Also diesen pass ganzen gut auf anderen und vermeide Events auf der Kollisionen, so Karte gut es werden eben wir geht. uns später noch ausgiebig befassen, ja? Mir geht es hier in erster Linie jetzt tatsächlich um die Playlist. Dort fahren wir jetzt hin und dann machen wir mit Event 3 weiter. So, und hier müssen wir einmal abbiegen. Na komm, lass mich vorbei. Wir sind fast da. Und da sind wir auch schon angekommen, ihr Lieben. So, auf geht's. Rein ins Vergnügen. Eventschwierigkeit. Du bist offenbar ohne echten Gegenwind in den Aufgaben unterwegs. Möchtest du den Schwierigkeitsgrad erhöhen? Nein, ich finde, der ist genau so gut, wie er aktuell ist, denn wir haben schon etliches erhöht an Schwierigkeitsgrad. Deswegen lassen wir das mal so, wie es ist, und auf geht's. Wir steigen direkt rein und schauen uns das dritte Event an. Ziel: erreiche die Top 3. Okay, wir versuchen unser Bestes. Da stehen wir auch schon. Ja, da seht ihr mich in meinem geilen Auto. Na, dann schauen wir doch mal, was wir daraus machen können, Leute. Also ich finde schon heftig, dass er mich jetzt fragt wegen dem Schwierigkeitsgrad. Ich finde, der Schwierigkeitsgrad, der ist Schon so okay. schon ganz angenehm. Also überhaupt keine Veranlassung, ihn jetzt noch in die Höhe zu treiben. Kann natürlich sein, dass das Pass jetzt in gut weiteren auf. Events sich noch ändert. Dann passen wir den natürlich gerne noch an, ja. Aber bei den ersten beiden Rennen
Ungern. Wir schauen einfach mal. So, bisher läuft es ganz gut, aber am Schluss werden die Toten gezählt, wie man so schön sagt, ja. Wir haben noch viel vor uns in diesem Rennen und nicht zu früh freuen. Es kann noch ganz viel passieren unterwegs. Ey, 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 ey. Was ist dein Problem, Kollege? Du zerkratzt mir mein schönes Auto. Ist dir das eigentlich klar? Weißt du eigentlich, was das kostet, was du da tust, ja? Ich glaube, weiß, das ist dir total egal. Ja. Ich bin auf Vollgas. Es kommt nicht mehr. Komm, zieh, zieh, zieh. Zeig dem Kollegen mal, was ein 911er ist. Ah, Leute, es macht richtig Bock. Es macht so richtig Bock. Ganz ehrlich. Ich freue mich so, so sehr. Bin mir ganz sicher, dass wir viel Spaß haben werden in den nächsten Wochen und Monaten. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. 43%, alles klar. Der Vorsprung ist natürlich so marginal. Der hängt mir komplett im Nacken, da ist er auch schon, ja. Also. Wir sind jetzt natürlich noch keinen Meter weggekommen von dem Kollegen da hinter uns. Ja. Da ist natürlich nichts von wegen großem Vorsprung reinfahren. Deswegen frage ich mich auch, warum wir uns den Schwierigkeitsgrad erhöhen lassen wollten. Also. Nee, nee. Lass das mal bitte so, wie das ist hier. Ja, komm, zieh rum, Junge. Da hinter uns möchte uns jemand gerne überholen. So, 62%, Leute. Also, das Rennen hier ist doch ganz schön lang. Eieiei. Haben wir direkt noch ein paar Kratzer und Blechschäden reingeballert. Es tut mir echt leid um das schöne Auto. Ich bin übrigens mal total gespannt, ob wir für den Abschluss dieser Playlist auch einen neuen Elfer bekommen werden. Das wäre natürlich, ach Mist, das wäre natürlich ein Traum, ja. Ja, da ist er auch schon mit uns vorbei, seht ihr, das ist das, was ich meine. Und so schnell hat man hier die Führungsposition verloren. Von wegen Schwierigkeitsgrad erhöhen. Ihr habt wohl den Knall nicht gehört. Bei Ubisoft. Ja komm Junge, mach dich bitte mal vom Acker hier. Ey! Ey, 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 ey. Ja, das ist natürlich echt schade, ne? Wir waren auf der ersten Position und jetzt haben wir uns natürlich durch diesen Unfall total verbaut, ne? Das kriegen wir auch nicht mehr rein, das können wir vergessen. Oh nein! Das war's, ja. Also das haben wir jetzt total verkackt. Ja Leute, ich würde sagen, das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Das Rennen können wir direkt nochmal wiederholen, ja? Denn das war natürlich nichts. Aber so ist das. Wir starten das Rennen einfach nochmal neu. Und versuchen, das Ganze hoffentlich besser zu machen, Leute, denn das war natürlich nichts. So, jetzt aber ohne diesen Unfall, bitte. Ärgert mich das. So lange auf dem ersten Platz gewesen und dann so ein Mist, ja. Das ist wirklich ärgerlich, Leute. Du kannst mich mal mit deinem blöden Fahrverhalten. Wir müssen an den Kollegen versuchen, so schnell wie möglich vorbeizukommen.
Denn sonst wird das nichts mit der ersten Position da vorne. Und wir müssen ja mindestens auf den dritten Platz kommen, um die Aufgabe zu erfüllen, ja? Das heißt, Platz 4 geht natürlich gar nicht, ja? So, ja, wir sind auf dem ersten Platz. Das waren wir aber bei dem ersten Versuch auch. Gebracht hat es uns nicht viel, denn wir müssen den ersten Platz ins Ziel bringen. Darauf kommt es jetzt an. Ich doch nur so gut fahren könnte. Ja, was soll ich sagen? Wenn ich so gut fahren könnte, wie du das hier gerade darstellst, hätte ich eben nicht diesen Unfall gebaut und dadurch meine Führungsposition verloren. Also übertreib mal nicht, ja? Mit deinem Geschleime. Denn so gut war das gar nicht, ja? Eins Komma sechs Sekunden. Nicht viel, nicht viel, Leute. Wirklich nicht viel, ich sag's euch. Du bist ein Naturtalent. Ja. Praktisch nur in was, ne? Okay, 1,1 Sekunden. Also da ist tatsächlich null Fehlertoleranz drin, ja. Beim ersten Fehler sind wir da direkt wieder weg vom Fenster. 2,4 Sekunden. Da steigt natürlich der Druck immens, ja, ihr Lieben. So, jetzt rum. Ohne die Mauer mitzunehmen dieses Mal. So weit, so gut. 2,28 Sekunden. Ei. Okay, schön auf der Strecke bleiben. Alles noch im grünen Bereich. Komm, komm, Junge, zieh. Wir haben doch keine Zeit. 3,3 Sekunden. So, diesmal muss ich aufpassen, nicht hier aus irgendwelchen Kurven fliegen. Denn das wäre tödlich. Dann könnten wir das nämlich direkt wieder vergessen. So, aber unsere Unfallstelle liegt ja noch vor uns. Das kommt ja alles jetzt erst noch. Na komm, dieses Mal kriegen wir das doch sauber nach Hause, oder? Kann doch nicht so schwer sein. 3,6 Sekunden, das sieht alles noch gut aus, Leute. Das reicht. 97%, 98%. 99 und wir haben den Sieg nach Hause gebracht. Hui! Ja, geil, Leute. Also, das Spiel ist der Hammer. Es macht so, so, so viel Spaß, Leute. Ja, in dem Fall drücken wir natürlich auch weiter, denn wir haben ja gewonnen. Eventplatzierung, Position 1. Und wir drücken auf weiter. Nehmen gerne unsere Belohnungen entgegen. Ja, läuft. Das hat sich doch mal gelohnt. Guckt mal da, epische Teile, ungewöhnliches Teil, ungewöhnlich Auspuff. Super, Leute. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen zurück zur freien Fahrt und gut gemacht. Und jetzt beenden. auf zum nächsten Event. Genau, beenden an dieser Stelle auch direkt die dritte Episode, Leute. Wie immer, bleibt dabei. Danke fürs Zuschauen, ja. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch die Videos gefallen, ja. Drückt mir gerne auf die Glocke für ein Abo. Bleibt dran, wir haben richtig Bock. Ansonsten sehe ich euch gleich in der vierten Episode. Ciao, ciao und bleibt gesund.